Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhaus heute Dienstagmorgen? Der 14. Juli bereits. Ja, bei uns läuft da die Drescherei an. Gestern Abend wurde schon viel gedroschen, habe ich bemerkt, und heute wird mein Raps gedroschen. Hier stehe ich bei meinem Nachbar auf seinem Eiweißerbsenfeld. Da waren Winter-Eiweißerbsen gesät, die sind auch schon gedroschen. Ein schöner Drescher. Blatt Lexion 630. Hier mein Rapsfeld. Geht da mal rein. Wichtig ist, dass die unteren Schoten nicht mehr grün sind. Die gehen sofort auf hier, Stocker. Der Lohnunternehmer telefoniert mir noch, wann er mir diesen Raps heute dreschen wird. Ja. Und da stehe ich noch neben meinem Zuckerrübenfeld. Ich denke, ich werde eine Fungizidbehandlung machen heute Morgen gegen die Blattflecken oder ja, Blattflecken sagen. Auch hier kann ich mit einem Liter 1,2 Liter Opus Top meinen Ertrag sichern gegen einen sehr schlimmen Ausfall. Das Blattwerk, das kann total krank werden und dann habe ich keinen Zucker, keine Tonnage und mit nur 1,2 Liter, ja, man muss das sehen, in Relation sehen. 1,2 Liter Fungizid sichern mir einen Ertrag von 100 Tonnen die Hektare. 100 Tonnen Rüben. Zuckerrüben habe ich Opus Top gespritzt. Ist auch ein Mittel, das es nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Das ist gegen, bei den Zuckerrüben, gegen Cercospora Blattflecken. 1,2 Liter die Hektare gespritzt. Und zusätzlich habe ich noch von Hoddles Farm Service Produkte dazu gemischt. Ich zeige euch die. Ja, Lepsol Mag Soft gespritzt. Magnesium und Schwefelversorgung. Blattqualität, Blattgrün. Kartoffeln, Kürbis und Zuckerrüben, 1 Liter die Hektare. Dazu 0,5 Liter Lepsol Mangan 500. Ja, Noma, ja. Das ist die liebe Noma da. Ja, 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 ja.
oben noch alles reingeht. Und da habe ich kein Problem, kein Wagen mehr. Und verrückt, der kann sogar wägen, wie viel er gedroschen hat. Und er hat mir gesagt, 14,5 Tonnen auf 2,85 Hektar. Könnt ihr selbst ausrechnen, wie viel Gewicht pro Hektar. Und ich vergleiche dann mit der Waage in der Genossenschaft, was dann effektiv ist. Genossenschaft ist gerade dort. Also ums Feld rum und dann bin ich schon in der Genossenschaft. Praktisch kein Transportweg. Wieder was eingefahren, ist immer ein schönes Gefühl. Für den Raps habe ich auch lange gearbeitet. Vorbereitungen zur Saat waren letzten August. Dann die Saat am 5. September. Und dann Schädlingsbekämpfung, Probleme, Unkraut, Düngung. Ja, musste vieles gemacht werden, bis er jetzt geerntet werden kann. So, es ist 12:30 Mittagessen bei Bauerhaus. Ich bin eine halbe Stunde zu spät. Was sagt die Oma? Die will auch was zu fressen, ne? Die ist auch eine halbe Stunde zu spät, ja? Ja. Ah, sie hat schon gehabt, ja! Feierabend für Bauerhausi, 6:20. Dienstagabend, Fertigarbeit. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao, ciao.